Katholisch 1 TV. Heute unter anderem mit diesen Themen. Corona-Krise. Unterstützung auch in schweren Zeiten gewährleistet. Telefonseelsorge. Hilfe rund um die Uhr. Und Maria Baumgärtle. Wallfahrtsort im Unterallgäu. Und damit grüß Gott und herzlich willkommen. Zu Hause bleiben und damit die Welt retten, hört sich wohl einfacher an, als es ist. Zumal nun die Last auf all denjenigen Menschen liegt, die unser Leben aufrechthalten müssen. Die vielen helfenden Hände in den Krankenhäusern, den Supermärkten, bei der Müllabfuhr. Die Liste könnte noch weit verlängert werden. Auch zahlreiche Hilfs- und Wohlfahrtsverbände im Bistum Augsburg leisten gemeinsam mit unzähligen Ehrenamtlichen gerade Großes. Und zwar unter extrem erschwerten Bedingungen. Eine helfende Hand und ein paar warme Worte. Das macht die Aktion Augsburg Pakt der Malteser so wertvoll. Normalerweise. In Zeiten von Corona wird es diese vertrauten Bilder nicht mehr geben. Abstand halten ist das oberste Gebot, das ist überlebenswichtig. Überlebenswichtig ist aber auch die Auslieferung der Lebensmittelpakete, gerade für alleinlebende Senioren und Risikopatienten. Die Malteser setzen auf die Mithilfe der Bevölkerung. Ehrenamtlich sind unser Grundstock aller unserer sozialen Engagements. Ohne ehrenamtlich könnten wir all diese Dienste, Einkaufshilfen, Besuchsdienste nicht durchführen. Und darum sind die Ehrenamtliche das A und O für unsere Arbeit. Und was man mitbringen muss, ist einfach eine gute Menschenkenntnis und Zeit. Die Unterstützung im Alltag ist das eine. Mit der Isolation und der Ungewissheit dieser Tage zurechtzukommen, das wird möglicherweise auch viele ältere Menschen vor große Herausforderungen stellen. Die neue Aktion Kinder malen gegen Einsamkeit soll ein Lichtblick sein. Die Resonanz ist riesig. Wir kriegen jetzt seit 2 Tagen immer wieder Post und Mails mit wunderschönen Bildern von Kindern, die Zeit haben, Bilder zu malen. Und den Senioren geben wir diese Bilder mit bei den Lebensmittelpaketen und bei den Einkaufshilfen. Und die Senioren fühlen sich dadurch nicht vergessen. Es ist eine wahnsinnig schöne Aktion, wo man Jung und Alt zusammenbringt. Eine belegte Semmel, ein warmes Getränk und ein Dach über dem Kopf, wenn auch nur für wenige Stunden. Für viele Wohnungssuchende ist die Wärmestube des Katholischen Verbandes für soziale Dienste ein Rettungsanker, der auch in Krisenzeiten für Hilfsbedürftige da sein soll, wenn auch mit erheblichen Einschränkungen. So erhalten Obdachlose täglich zwischen 9 und 12 Uhr am Eingang der Wärmestube Lebensmittel zum Mitnehmen. Klienten mit einer Wohnung oder Bewohner des Übergangswohnheims sind angehalten, dieses Angebot nur einmal pro Woche zu nutzen, beziehungsweise, wenn ihre Daten erfasst sind, sich diese Lebensmittel auch bringen zu lassen. Obdachlose können nach wie vor duschen, die Kleiderkammer nutzen und ihre Post abholen. Der SKM Kältebus ist in diesen Tagen uneingeschränkt unterwegs und versorgt wohnungslose Menschen, die tagsüber nicht mehr an warmen Orten Unterschlupf finden können, im Notfall mit Decken und Schlafsäcken. Für Notlagen gerüstet bleibt auch die Notfallseelsorge im Bistum Augsburg. Unter einer eigens eingerichteten Krisenhotline sind die Mitarbeiter Tag und Nacht erreichbar. Hilfe erfolgt derzeit allerdings nur telefonisch. Wir werden von den Leitstellen auf einer Hotline angerufen, die von Mitarbeitern der Notfallseelsorge des Bistums, aber auch von Mitarbeitern vom Bayerischen Roten Kreuz, vom Malteser Hilfsdienst und von der Johanniter Unfallhilfe unterstützt wird. Dort erreichen die Leitstellen Mitarbeiter, die sich dann bei den betroffenen Menschen melden, telefonisch. Das heißt, unsere Einsätze finden nicht mehr vor Ort statt, sondern sie werden telefonisch geführt. Sobald die Notfallseelsorge und andere Dienste mit Schutzausrüstung ausgestattet sind, wird es auch wieder Einsätze vor Ort geben, da das das Optimum ist. Dafür fehlt uns im Moment noch die Ausrüstung, aber wir sind zuversichtlich, dass diese Ausrüstung bald da ist und wir mit der telefonischen Betreuung bis dahin Gutes gewährleisten können. Die Situation stellt viele Menschen vor große Herausforderungen, macht aber auch kreativ. Immer mehr Hilfsangebote werden an die strengen Vorgaben der Regierung angepasst. Schließlich soll sich niemand, gerade in diesen schweren Zeiten, alleingelassen fühlen. Bleibt zu Hause. Diese Aufforderung ist derzeit in fast allen Medien zu hören und zu lesen. Aber das ist zum Beispiel für Familien mit Kindern gar nicht so einfach umzusetzen. Keine Schule, keine Kita, keine Spielplätze.
Wir haben mit dem Diözesan-Familienseelsorger Christian Oechsler über dieses Thema gesprochen und wollten auch wissen, welche Möglichkeiten es gibt, dieses neue 24-Stunden-Zusammensein sinnvoll zu bewältigen. Herr Oechsler, wenn ich bei Google eingebe Familie Corona zu Hause, bekomme ich 196 Millionen Treffer. Also ein Thema, das wohl die Menschen interessiert. Warum kann es denn belastend sein, wenn alle Familienmitglieder immer zu Hause sind? Ja, ich denke, es ist einfach eine Ausnahmesituation, die wir gerade erleben. Und der momentane Alltag widerspricht so total dem, was wir sonst leben. Wir sind den ganzen Tag unterwegs. Wir sind gerade am Organisieren von Terminen, die Kinder von da nach dort zu fahren, zum Sportverein, zum Schwimmkurs. Also diese Hektik, die da aufkommt im normalen Alltag, ist jetzt plötzlich von einem Tag auf den anderen weg. Es bricht eine Struktur weg, eine Tagesstruktur. Die Kinder gehen nicht mehr pünktlich aus dem Haus in der Früh zur Schule. Viele Eltern gehen nicht mehr weg zur Arbeit, sondern arbeiten zu Hause. Und durch die Umstellung dieses Alltags, dass alle zu Hause sind, muss man erst wieder eine neue Struktur finden miteinander und natürlich auch den Alltag ganz anders gestalten miteinander. Auch die Spielplätze wurden jetzt geschlossen. Wie sollen denn die Eltern mit dieser Situation umgehen? Ja, wir wohnen direkt an einem Spielplatz und bis letzte Woche, wie Sie es andeuten, war da noch High Life. Natürlich in der Anfangszeit haben viele die Chance genutzt, so rauszukommen. Jetzt steht das große Verbotsschild vor dem Spielplatz und von einem Tag auf den anderen ist Ruhe eingekehrt. Zum Ersten, denke ich, zeigt es, dass Eltern wirklich verstanden haben, um was es jetzt geht, nämlich einen Kontakt auf engem Raum zu vermeiden. Für Kinder ist es natürlich seltsam, jetzt gerade bei uns auch, wenn man einfach mal so durch die Hecke schlüpft und auf den Spielplatz geht, was ja so alltäglich gemacht wird mit Freunden, da zu erklären, dass jetzt die Hecke die Grenze ist und da vorne der Zaun am Hof die Grenze ist. Wir stehen vor dieser Tatsache und wir haben keine Alternative. Ich würde sagen, ab jetzt ist der Spielplatz zu Hause und der Spielplatz muss gestaltet werden. Sie haben es angesprochen, warum fällt es denn vielen Menschen schwer, viel Zeit miteinander zu Hause zu verbringen? Nein, ich habe es vorher schon mal angedeutet. Ich denke, das ist dieser veränderte Alltag. Und man ist jetzt 24 Stunden, nachts wie tags, miteinander in einem Haus, in Anführungszeichen eingeschlossen. Man darf die Tür ja noch öffnen. Aber trotzdem, es sind alle, die zur Familie gehören, immer da. Keiner hat einen Termin, keiner trifft sich mit jemand anders. Das heißt, es sitzen alle im Haus und es ist wichtig, jetzt eine Struktur miteinander zu finden. Ich denke, ganz wichtig einfach, auch den Tag weiterhin strukturiert zu lassen und miteinander auch über Regeln zu sprechen, wie so ein Tag ausschauen könnte, weil es ja so ist, den Kindern wird es täglich gesagt, ihr habt keine Ferien, ihr müsst arbeiten. Genauso geht es den Eltern natürlich auch, das heißt, jeder braucht so seinen Konzentrationsraum. Menschen sind ja eigentlich soziale Wesen. Was macht denn diese Abschottung gegenüber anderen jetzt mit uns? Naja, bei den Erwachsenen erlebe ich ganz viel Unsicherheit jetzt in diesen Zeiten, vor allem weil ja diese Abschottung so stufenweise passiert ist. Jetzt gerade in den letzten Wochen, vor jetzt das Ausgangsverbot verhängt wurde, hat man ja irgendwie jeden irgendwie so suchend erlebt. Ach ja, mit dem Nachbarn, da kann ich schon noch. Oder ja, mit dem bin ich ja jetzt eh die ganze Zeit unterwegs gewesen in der Schule. Die Kinder können schon miteinander spielen. Also man konnte das noch nicht so einschätzen. Jetzt, glaube ich, ist der Lernfaktor schon der, dass man eben verstehen muss, es geht ja nicht um das Verbot an sich, sondern es geht um den Schutz der Menschen, die gefährdet sind. Langsam ist es bei den Eltern, glaube ich, angekommen und überträgt sich auf die Kinder. Aber trotzdem, glaube ich, für Kinder ist es ungewöhnlich, wenn ich zum Fenster rausschaue und 10 Meter weiter meinen besten Freund sehe und ich darf den nicht mehr treffen, ich darf mit dem nicht spielen, ich darf mit dem kein Loch graben, sondern muss zu Hause bleiben. Und ja, das, denke ich, ist eine Lernsituation. Was ich wichtig finde, ist, dass man gerade diese sozialen Kontakte, und das sehe ich eher als Chance in der Zeit, jetzt in der Familie zum Beispiel, intensiviert. Eine letzte Frage noch, welche Lösungen gibt es, welche Vorschläge oder Tipps haben Sie denn für Familien? Sie haben es immer schon mal wieder angesprochen, aber vielleicht nochmal zusammengefasst, welche Lösungsvorschläge, welche Tipps haben Sie?
Naja, es wird natürlich nicht die eine Lösung geben, weil jede Familie ist unterschiedlich und die Kinder sind in unterschiedlichem Alter und so weiter. Ich denke, was wichtig ist, dass man miteinander sich klar macht, dass man den Tag klar strukturiert. Also, dass es klar ist, wir frühstücken um 8 miteinander. Es gibt eine Arbeitsphase und dann gibt es eine Freizeitphase, wo man miteinander was anderes tut, was ganz wichtig ist. Vielleicht kann es auch eine Möglichkeit jetzt am Beginn dieser Zeit sein, einfach mal einen Familienrat, wie man es so nennt, einzuberufen und miteinander einfach Ideen sucht. Also jeder darf mal ganz, ganz frei, ohne irgendwelche Denkbeschränkungen überlegen, was könnte man denn jetzt zu Hause und vielleicht mit dem Freiraum im Garten anstellen, was würde ich als einzelnes Mitglied der Familie gern mal tun und dann mal schauen, ob wir das alle miteinander verwirklichen können. Das andere, denke ich, sind, wir könnten wieder mal den Spieleschrank aufmachen, der wahrscheinlich nicht so oft geöffnet wird. Wir haben jetzt gerade diese Woche mal wieder Monopoly ausgepackt. Da ist ratzfatz eine Stunde vorbei, wenn man spielt mit den Kindern. Und bringt ja auch eine nette Dynamik in den Familienkreis. Und so Memory-Spiel, Mensch, ärgere dich nicht, gibt es ja ganz viel. Und das andere ist, dass sich viele beruflich tätige Menschen auch Gedanken machen, wie kann man Familien in der Phase unterstützen. Also viele Bistümer versuchen gerade Angebote ja im Internet zu machen, gerade auch wie gestalten wir die Kar- und Ostertage miteinander, wo man ja jetzt auch keinen Gottesdienst mehr besuchen oder die Kinderkirche, wo sich die Kinder getroffen haben, versuchen wir Handwerkszeug an die Hand zu geben. Und so auch, wie ich mitkriege, Kindergärten, die jetzt Bastelanleitungen schicken, was man mit den Kindern machen könnte. Die Schulen bringen ja E-Material für die Arbeit mit, das funktioniert bei uns jetzt ganz gut. Und wir hoffen, dass es so ein Netzwerk gibt, einfach, wo wir miteinander profitieren, voneinander und den Familien so einfach auch Ideen an die Hand geben, wo man mal im Bastelkeller miteinander wieder neue Ideen verwirklicht und vielleicht ja, zu Ostern mal ein ganz anderes Osternest bastelt, wie man es sonst so gewohnt ist. Herr Höxler, vielen Dank fürs Gespräch. Gerne, Herr Fischer. Bei uns geht es jetzt weiter mit den aktuellen Meldungen der vergangenen Woche. Die Nachrichten im Überblick. Die Gottesdienstübertragungen aus der Kapelle des Bischofshauses erfahren derzeit einen riesigen Zuspruch. Selbst an Wochentagen schalten sich tausende Menschen auf den Homepages des Bistums und von katholisch 1TV ein. So viele, dass am Anfang teilweise die Server in die Knie gegangen sind. Es ist eine Zeit, in der Improvisation gefragt ist. Aber inzwischen sind die größten technischen Probleme geklärt. Und werktags um 19 Uhr und sonntags um 10 Uhr feiern immer mehr Menschen die Heilige Messe mit dem ernannten Bischof Bertram Mayer mit. Und wir haben jetzt eine Bitte an Sie. Gottesdienst feiern, das heißt ja Gemeinschaft zu leben. Nicht umsonst heißt es im Evangelium, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter euch. Und deshalb haben wir jetzt eine Bitte an Sie. Zeigen Sie doch, wie Sie mitfeiern, wie Sie die Gottesdienste aus der Bischofskapelle miterleben. Machen Sie bitte ein Selfie-Video mit dem Handy, wie Sie vorm PC, vorm Tablet, vorm Notebook sitzen und die Livestreams aus der Bischofshauskapelle mitverfolgen. Sie, Ihre Familie, wie Sie ein Kreuzzeichen machen vielleicht. Und schicken Sie uns dann dieses kurze Selfie-Video. Stellen Sie es auf eins der Portale, die man dafür nutzt, Dropbox oder WeTransfer. Und wenn Sie nicht genau wissen, wie das geht, dann schreiben Sie uns eine E-Mail an die unten eingeblendete Adresse. Wir antworten Ihnen dann. Es wäre schön, wenn wir solche Selfie-Videos sammeln könnten, damit wir auch in diesen Zeiten dann in unserer nächsten Sendung dokumentieren können. Wir sind im Moment vielleicht getrennt, aber doch vereint und nicht allein. Angesichts der Corona-Pandemie rufen die katholische, evangelische und orthodoxe Kirche in Deutschland zu Zuversicht und Vertrauen auf. Jeder könne sich der solidarischen Unterstützung, des Beistands und Gebets gewiss sein. So heißt es in einem gemeinsamen Wort unter dem Titel Beistand, Trost und Hoffnung. Besonders wichtig sei das Füreinander-Dasein und die Solidarität, um das humane Angesicht der Gesellschaft nicht zu entstellen oder gar zu zerstören. Ausdrücklich danken die Kirchenvertreter allen im Gesundheitswesen tätigen Menschen sowie den freiwilligen Helfern, die oft bis zur Erschöpfung dafür sorgten, dass die Erkrankten die bestmögliche Versorgung erhalten. Weil Gläubige derzeit nicht gemeinsam in öffentlichen Gottesdiensten beten können, bieten die Fachbereiche Liturgie und liturgische Bildung des Bistums Augsburg jetzt Vorlagen zur Feier von Hausgottesdiensten an. Diese Initiative ist auf Anregung des ernannten Bischofs Prälat Bertram Mayer entstanden.
Die Vorlagen sind auf der Homepage des Bistums zu finden. Sie werden laufend aktualisiert und können auch ausgedruckt werden. Hausgottesdienste und die sogenannte Tagzeitenliturgie haben in der katholischen Kirche eine lange Tradition. Die ökumenische Woche für das Leben wird auf nächstes Jahr verschoben. Das hat die Deutsche Bischofskonferenz unter Berücksichtigung der aktuellen Pandemievorgaben jetzt mitgeteilt. Unter dem Leitwort Leben im Sterben war sie ursprünglich für Ende April terminiert. Die bundesweite Eröffnung mit einem ökumenischen Gottesdienst und thematischen Veranstaltungen war in Augsburg geplant. Die Woche für das Leben ist seit 1994 die ökumenische Initiative der Deutschen Bischofskonferenz und der Evangelischen Kirche in Deutschland zur Anerkennung der Schutzwürdigkeit und Schutzbedürftigkeit menschlichen Lebens in allen Phasen. Das waren die Nachrichten im Überblick. Bei uns geht es gleich weiter mit einem Beitrag über die Telefonseelsorge, die auch in diesen schweren Zeiten immer ein offenes Ohr hat. Und außerdem stellen wir Ihnen die Kirche Maria Baumgärtle bei Mindelheim vor. Kommen Sie also mit auf einen kleinen Ausflug ins Unterallgäu. Und der kann in Corona-Zeiten ja auch mal einfach nur am Bildschirm stattfinden. Hier finden Sie schnell und einfach Ihren Traumberuf. Jobsimallgäu.de, Ihr regionaler Jobmarkt. Jetzt kostenlos registrieren und direkten Kontakt zu Ihrem Wunschunternehmen aufnehmen. Jobsimallgäu.de, die Jobbörse der Allgäuer Zeitung. Wir wollen, dass Sie schon morgens wissen, was der Tag bringt. Deswegen arbeiten wir als Zusteller. Bewerben auch Sie sich. Gristi.de, das Mitmachportal der Allgäuer Zeitung. Mit eigener Kollektion im Gristi-Shop. Für alle eingefleischten Allgäuer und die, die es werden wollen. Die Gristi-Kollektion erhältlich in allen Servicecentern der Allgäuer Zeitung. Unter gristi.de/shop oder unter 0831 206 190. Gristi.de, meine Heimat online. All-in.de. Umfangreich informiert über Politik, Blaulicht, Sport, Kultur und alles, was das Allgäu heute interessiert. Spannende Themen, vielseitige Specials, exklusive Reportagen, Videos und Bildergalerien von Veranstaltungen und aktuellen Ereignissen im ganzen Allgäu. Jetzt auch direkt auf Smartphone mit dem WhatsApp-Service. All-in.de. MyClickCard, die exklusive Kundenkarte für das Allgäu und die Bodenseeregion. Viele Vorteile und Sofortrabatte. Hier kaufen, hier sparen. Bei unseren Vorteilspartnern erhalten Sie alle Angebote ein ganzes Jahr lang. Mehr Infos unter www.myClickCard.de. Der Glaube kann Kraft geben, die schweren Zeiten zu überstehen. Ganz wichtig ist für viele Menschen aber auch ein offenes Ohr, jemand, der zuhören kann und die individuellen Probleme ernst nimmt. Wir haben Ihnen im Beitrag zu Beginn der Sendung bereits gezeigt, wie Zusammenhalt und Nächstenliebe aussehen kann. Ein weiteres Beispiel ist die ökumenische Telefonseelsorge im Bistum Augsburg. Sie hat ein offenes Ohr für jeden und zwar schon seit vielen Jahren. Wir zeigen Ihnen, wer dafür sorgt, dass es dort fachkundige Ansprechpartner rund um die Uhr gibt. Ganz besonders in diesen Wochen der Corona-Krise. 13.300 Mal hat im vergangenen Jahr das Telefon bei der ökumenischen Telefonseelsorge geklingelt. In einer Welt, in der man immer perfekt und gut drauf sein soll, nehmen Einsamkeit, Isolation, Angst und Depressionen zu. In der anonymen Gesprächssituation mit dem oder der Ehrenamtlichen geht es aber nicht in erster Linie um Lösung der Probleme. Es mit jemandem zu besprechen, sich zu entlasten, zu differenzieren oder den einen oder anderen Anstoß zu bekommen, ist natürlich wichtig. Und vor allen Dingen ist Telefonseelsorge schon oft dann so auch ein Stimmungsaufheller. Ja, wir haben ja auch viele Einsame, die anrufen. Und da einen Austauschpartner zu haben, das, was früher eben das nachbarschaftliche Gespräch war, einen Austauschpartner zu haben, jemand, der einen ernst nimmt und zuhört. Regelmäßige Schulungen und Supervision sind für die Mitarbeiter unerlässlich. Peter Trull hat als praktischer Arzt und Notarzt 33 Jahre lang physische Leiden behandelt. Jetzt im Ruhestand möchte er für die seelischen Nöte der Menschen da sein. Prinzipiell ist es so, dass sich die Arbeit in der Praxis schon unterscheidet.
In der Praxis ist man lösungsorientiert. Innerhalb von 5 bis 10 Minuten erwartet der Patient ja irgendeine Lösung. Ob das jetzt ein körperliches Leiden ist oder ob das ein psychisches Leiden ist. Und da denke ich mir, oder das habe ich inzwischen im Gefühl, der Anrufer hat mehr Zeit. Und er erwartet auch in erster Linie, mal verstanden zu werden. Es ist ja gar nicht so häufig heutzutage, dass man jemanden hat, der sich hinsetzt und in Ruhe zuhört und erstmal versucht, den anderen zu verstehen, ohne gleich mit einer Lösung ins Haus zu fallen. 75 ehrenamtliche Telefonseelsorgerinnen und Seelsorger wechseln sich Tag für Tag und Nacht für Nacht ab. Das Telefon ist immer besetzt. Rund 40% der Anrufer haben Beziehungsprobleme. Mehr als 600 Anrufer, deutlich mehr als im Vorjahr, äußerten Suizidgedanken oder Pläne. Wie man damit umgeht, lernen die Ehrenamtlichen in einer 9-monatigen Ausbildung. Als erstes lernen sie, sich selber zuhören. Das heißt, beim Sprechen sich selbst zuhören. Für viele ist es ungewohnt, sich selbst zu hören, vor allen Dingen dann auch auf die Sprache, die man verwendet, zu hören und sie viel bewusster einzusetzen. Weil wer sich selbst besser versteht, der wird auch von den anderen besser verstanden. Und umgekehrt ist es natürlich eine wichtige Voraussetzung, auch das Zuhören zu üben am Telefon. Ein neueres Angebot ist das ehrenamtliche Krisentelefon. Bei einem plötzlichen Todesfall etwa sind zuerst Einsatz- und Hilfskräfte da, dann vielleicht auch ein Notfallseelsorger. Anschließend sind die Betroffenen allein. Gerade beim plötzlichen Todesfall ist dieser Schockmoment einfach so groß, dass so im Nachhinein so viele Fragen kommen. Und das ist eine Versorgungslücke. So diese erste Zeit ist unglaublich viel Hilfe und dann fallen wir in so ein Loch und dann ist niemand mehr da, der uns jetzt die Fragen beantworten kann. Und das ist die Geburtsstunde des Krisentelefons. Wenn jemand in solchen Situationen steckt, dann braucht er zeitnah Unterstützung, dann braucht er Hilfe, die spezifischer auch und konkreter sein kann. Und der große Unterschied ist unter anderem, dass die Anonymität da aufgehoben ist. Das Krisentelefon erreichen Sie unter der Telefonnummer 0821 349 7349. Die Nummer der ökumenischen Telefonseelsorge ist die 0800 3x1 0 3x1. Man muss den Wallfahrtsort Maria Baumgärtle im Unterallgäu gar nicht kennen, um sich doch allein wegen des Namens etwas darunter vorstellen zu können. Maria Baumgärtle, das klingt nach Abgeschiedenheit, Beschaulichkeit und Ruhe, finden Sie nicht auch? Wir stellen Ihnen diesen Wallfahrtsort mal etwas genauer vor. Von Wald eingerahmt liegt Maria Baumgärtle da, ein kleiner Weiler 15 Kilometer nordwestlich von Mindelheim. Ein paar Wohnhäuser, rund 50 Einwohner, eine Gaststätte und die Wallfahrtskirche. Sie ist ein kleines Schmuckstück und wurde gerade erst komplett renoviert. Ursprung und Anziehungspunkt ist seit dem Jahr 1721 eine Kopie des Altöttinger Gnadenbildes. Der Reichsgraf von Muckental hatte sie geerbt und ließ sie hier in seinen Baumgärten in einer Kapelle aufstellen. Schnell entstand eine lebhafte Wallfahrt. Franziskaner waren als Seelsorger da. Mit der Säkularisation kam dann aber ein großer Einschnitt. Hier sind einerseits die Franziskaner weggeschickt worden, die dann nach Kloster Lechfeld gingen, bis auf einen, der noch ein paar Jahre blieb. Und die Kirche ist auf Abbruch verkauft worden. Eben, dass die einige Einrichtungsgegenstände der Kirche in andere Kirchen kamen, die Kanzel, der Hochaltar, die Monstranz. Und hier schlussendlich die ganze Kirche abgetragen wurde, sodass einige Jahre dann ziemlich Ebbe war. Also die Gnadenkapelle muss wohl geblieben sein, weil wir auch in der heutigen Kirche den Altar aus der Gnadenkapelle als Hochaltar haben. Also das, was früher der Hochaltar der Gnadenkapelle war, ist jetzt der Hochaltar der Kirche. Vor 150 Jahren kamen die Missionare vom kostbaren Blut nach Baumgärtle und belebten die Wallfahrt neu. Heute leben 6 Missionare und 2 polnische Ordensschwestern hier. Sie helfen in den umliegenden Pfarreien aus, bieten Exerzitien an. Jeden Sonntag werden 3 Messen gefeiert. Doch vor allem die Beichte spielt hier eine wichtige Rolle. Dafür ist Baumgärtle bekannt, dass eine sehr, sehr viel Zeit für die Beichte zur Verfügung steht, was die Leute auch in Anspruch nehmen. Geht zurück, also es sind keine
was weiß ich, 20 und 10.000 Beichten mehr, wie es mal waren, aber 5.000 Beichten im Jahr hatten wir die letzten Jahre auch. Es scheint fast so, als ob die Zeit hier langsamer verginge. Unterbrochen wird die Ruhe aber immer wieder von vielen Wallfahrern und Besuchern, die regelmäßig zu Gottesdiensten, Andachten oder Besinnungstagen hierher kommen. In einer Sternwallfahrt kommen im Juli viele Gläubige aus den umliegenden Orten zur gemeinsamen Messe, zu Fuß, mit dem Fahrrad oder Auto. Für viele gehört die Verwurzelung im Glauben wie selbstverständlich zu ihrem Leben dazu. Andere schöpfen an diesem Ort ganz bewusst Kraft für den Alltag. Also ich komme oft nach Baumgärtli zur Messe, jeden Tag. Das ist für mich eine Kraftquelle, hierher zu kommen. Und ganz schön ist die Frühmesse um 7:30, wo ich dann in zweierlei Gestalten zur Kommunion gegangen habe. Leib Christi und Blut Christi empfangen. Und wir haben auch einen Bibelkreis in Baumgärtli, den besuche ich 14-tägig. Und das gibt mir auch ganz viel Halt und Kraft in meinem Leben, für mein Leben. Die Missionare, die Gottesdienste, die feierlichen immer. Mir gefällt es hier sehr gut. Ich komme aus der gleichen Pfarrei, Bedernau. Und besondere Beziehung habe ich jetzt, seit ich vor 8 Jahren in Rom war und das Leben vom Caspar del Bufalo richtig erfahren habe. Jetzt ist das für mich was Neues wieder hier. Pater Alois leitet seit Sommer 2013 das Missionshaus. Sein Orden, die Missionare vom kostbaren Blut, sind eine relativ kleine und junge Gemeinschaft, gegründet von dem römischen Priester Caspar del Bufalo im Jahr 1815. Ein Originalgewand und ein Gemälde Bufalos befinden sich im Exerzitienhaus. 530 Missionare weltweit führen heute die Arbeit des eifrigen und sozial engagierten Missionars fort. Und er war also wirklich vom missionarischem Eifer beseelt, schon als junger Mensch bei allen möglichen frommen Vereinigungen. Also jetzt nicht fromm im Sinn von nur beten, sondern auch sozial engagiert für Gefangene, für Kranke, aktiv. Und war wohl auch ein Teamarbeiter mit Führungsqualitäten, sodass es sich dann nahegelegt hat, dass er einerseits Leute um sich gesammelt hat, andere Priester, die dann miteinander loszogen, so für Missionen und dann Missionshäuser gebaut haben im Kirchenstaat und darüber hinaus. Und er hat sich als die Leiterfigur herausgeschält. Ja. Seit 10 Jahren gibt es in Maria Baumgärtle auch einen modernen Kreuzweg. Eingeweiht hat ihn der weltweit wohl bekannteste Missionar vom kostbaren Blut, Erwin Kreutler, der sogenannte Amazonasbischof. Die Stationen sind mit Lautsprechersäulen ausgestattet und laden zum Schauen, Hören und vor allem zum Verweilen ein. In den letzten Jahren ist Maria Baumgärtle auch für viele junge Leute zu einem interessanten Begegnungsort geworden. Unter dem Motto Come on Baumgärtle kommen Jugendliche aus den umliegenden Pfarreien regelmäßig und gestalten eigene Gottesdienste, Gebetstreffen und Wallfahrten. Maria Baumgärtle ist ein schöner Wallfahrtsort im Unterallgäu. Für Jung und Alt, nicht überlaufen und doch mit einem breiten Angebot. Und ein Ziel für jeden, der sich Zeit für sich und seinen Glauben nehmen will. Das war's von uns für diese Woche. Schön, dass Sie wieder mit dabei waren. Unter der Woche halten wir Sie auf unserer Homepage auf dem Laufenden. Unter www.katholisch1.tv können Sie außerdem bei den Gottesdiensten unseres zukünftigen Bischofs Prälat Bertram Mayer live dabei sein. Werktags um 19 Uhr und am Sonntag immer um 10 Uhr vormittags. Wir freuen uns auf Sie. Bis zum nächsten Sonntag. Tschüss und auf Wiedersehen.